Wie komme ich jetzt in das Haus? Benutzen. Lass uns hier einbrechen! Nein, ich will nichts kaputt machen. Nicht noch. Ja. Aber wie soll ich denn sonst reinkommen? Da muss ja irgendwie irgendwo was sein. Gucken wir uns mal die Disteln an. Der Wald hat Dunsinane erreicht. Na, Der wieso die Wald hat. Disteln? Ja, ist in Ordnung. Können wir die kaputt. Er ist ausnahmsweise nicht das richtige Werkzeug. Einfach drauf hauen, es geht auch. Magst du das nehmen? Dafür würde ich ja. Ja, braucht sie Jahre. Wie sagt man so schön? Unkraut rostet nicht. Das stimmt allerdings. Hautflappen würde nicht bringen. Wir kommen aber auch nicht. Ansehen. Nimm doch noch mal das da. Benutzen. Das nimmt die nicht. Ich denke aber mal auch, dass hier nichts sein wird. Können wir den benutzen? Nein, nein, den konnte man noch nie benutzen. Warum konnte man den nicht benutzen? Gehen wir dahin. Jetzt bin ich wieder hier. Benutzen Der Briefkasten. ist voll von Vermutung. Die will ich. Ja, okay. Die will Kinder haben. Nehmen. Der ist voll von. Die will ich. Denn eben nicht. Scherben. Können wir die mitnehmen? So ist er vielleicht nach all den Jahren doch zu was nütze. Mist. Tonscherben. Die sind bereits gebrannt. Ja, okay. Tonzwerge setzen kein. Unkraut vergeht nicht. Was soll ich denn aber? Guck mal, Harvey. Gartenzwerg-Gulasch. Selbst als Scherbenhaufen ist er noch nervtötend. Können wir die damit benutzen? Für einen Abdruck ist der Ton nicht feucht genug. Ah, okay. Ich muss jetzt. Geht das hier? Weil hier ist es Hier ja liegt theoretisch alles nass. in Scherben. Nee, geht nicht. Dann müssen wir halt zum Fass gehen. Und. Mal gucken. Ich kann auch später noch das Geschirr abwaschen. Du sollst nicht das Geschirr abwaschen. Du sollst ja So einfach habe nochmal das ich Neue. früher immer Golems geknetet. Ich erinnere mich. Die Golems haben deine Alfred Sandburg zertrampelt. Und wer was anderes sagt, der lügt. Aber ich glaube, ich kann jetzt auch ein wenig Matsch gebrauchen. So. Feuchter Ton. Dann gehen wir jetzt wieder. Nee, das bringt, würde nicht springen. Denke ich mal nicht, dass es Es das heißt nicht bringt. Schlossabdruck, sondern Schlüsselabdruck. Ja, okay. Es hätte ja klappen können. Hätte ja sein können, dass es geht. Den gehen wir jetzt wieder dahin. Da. Es heißt nicht Schlossab. Was willst denn du? Du sollst ja auch nicht ein Schloss benutzen. Mit bloßen Händen bekomme ich den abgebrochenen Schlüssel da nie raus. Na, einschlagen willst du es ja nicht. Wo ist er denn? Hä? Die hat doch was. Der abgebrochene Schlüssel steckt noch im Schloss. Mit bloßen Händen. Die hat doch irgendwas gesagt gehabt. Es heißt nicht Schloss. Du sollst nicht das machen. Es heißt nicht. Oh, halt die Klappe. Mann. Ja, aber wie komme ich denn? Briefkasten. Brauche ich nicht. Hinters Haus, dann bleibt mir eigentlich nur nochmals hinterm Haus zu gehen. Wenn die mal gehen würde.
Und irgendwie... Vielleicht kneten wir uns einfach einen Weg nach drin. Sei nicht albern, Harvey. Nee, das macht sie auch nicht. Denke ich mal zwar nicht, aber... Der Ton ist schon feucht, ohne dass ich ihn unter den kaputten Schirm gelegt habe. Ja, ist ja gut. Hä? Das Fenster da ist kaputt. Mathis hat damals versucht, mir das Töpfern beizubringen. Er gab es auf, als sich ein Großteil des Tons in Alfreds Ohr wiederfand. Naja, ist ja nicht schlimm. Ansehen. Ich kann unsere Küche sehen. Wow. Kann die Küche sehen. Von diesem Schlüssel brauche ich wohl vorerst keinen Abdruck mehr. Ja, okay. Wie wär's denn, wenn ich das jetzt mit der Schere versuche? Ich war jetzt gerade auf dem Schlauch. Ich wusste jetzt gerade mal gar nicht, was ich sagen soll, wollte. So rum. Vielleicht kann ich ja mit der Schere hier das rausholen. Wir könnten uns ein Loch in die Tür schneiden. Hast du keine konstruktiven Vorschläge? Nein, nur destruktive. Geht auch nicht. Das würde nicht springen. So, jetzt habe ich den Abdruck des Poloschlägers. Hä? Toll. Zum Kneten brauche ich keine... Ich mache mir die Hände gerne schmutzig. Das geht doch nicht. Was ist denn das? Mein Gott, ich kann schneiden, so oft ich will. Diese Tonerde ist unzerstörbar. Hä? Okay. Der Ton kann ruhig ohne Topf in den Ofen. Wie in den Ofen? Ich musste... Ich brauche doch aber erstmal einen Abdruck. Ohne Abdruck geht nichts. Disteln. Da kann man nicht gegenschlagen. Das macht die Unisch. Falls. Hallo? Hallo? Warum geht das jetzt nicht? Hä? Ich glaube, mein Inventar will mich gerade mal ein bisschen ärgern. Was war denn das jetzt? Alter. Harvey. Was meinst du, Harvey? Soll ich einen neuen Gartenzwerg machen? Wer sind Sie? Wo ist Edna? Hä? Ich bin doch hier. Können wir den Ton nochmal nass machen? Jetzt hat die irgendwas gequetscht, aber wir könnten es nicht lesen. Keine Ahnung. Ja, wir haben jetzt den Ton. Wir müssen irgendwie den Schlüssel... Was? Ausgang? Geh jetzt zum Schuppen. Toll, da laufe ich hier rum. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe ja schon zwei Screens weiter vorne gesagt, dass ich überhaupt keine Ahnung von Gartenarbeit habe. Habe ich das überhaupt? Nee, habe ich nicht. Ja, es ist nun mal eine Sache, für die man sich gar nicht schämen muss. Wenn man Spieldesigner ist, kommt man bekanntlich überhaupt nicht mehr vor die Tür und sieht halt die Natur gar nicht mehr. Man hat eigentlich nur mit leblosen Dingen zu tun. Man lacht auch nicht mehr. Und das hat leider auch zur Folge, dass man gar keine Ahnung hat, wie Pflanzen eigentlich aussehen. Und deswegen zeichne ich halt in dem Hintergrund in der Hoffnung, dass Pflanzen so aussehen, immer diese geschwungenen Linien. Ich glaube, so sehen Pflanzen aus. Ja. Ja. Ich hasse Pflanzen. Also ich mag auch keine Blumen. Das Einzige, was ich mag, sind Rosen. Gehen jetzt mal hier rein. Zange, Handschuhe, Rasenmäher, Hake, Schneeschaufel, Spaten, Rad, Farbtopf. Den kann man bestimmt nicht mitnehmen. Kein Benzin. Okay. Vielleicht finden wir noch welches in der Kettensäge. Hä? Wo denn?
Nimm einfach die Zange mit. Im Schuppen sind mir tatsächlich beim Erstellen der Texte die IDs ausgegangen. Die sind nur für Leute, habe ich für die einzelnen Zeilen Small Integers benutzt und da ging der Zahlenraum irgendwie nur bis zu irgendeiner Zahl, die ich überschritten hatte. Und musste halt für die letzten, weiß nicht wie viel, 20 Screens oder so, mir eine ganz neue ID-Konvention überlegen. Ich mag halt diese ganzen Gartenscreens vor allen Dingen deswegen sehr gerne, weil Edna sich hier tatsächlich auch ohne Harpys Hilfe an ihre Kindheit zurückerinnert, immer so häppchenweise. Und zwar erkennt sie fast an jeder Ecke, an jedem Ende einen Gegenstand wieder, mit dem sie damals gespielt hat. Und meistens hat sie auch zusammen mit Alfred gespielt. Guck mal, Harpy, mit diesem Rasenmäher haben wir damals Alfred Sandburgen überfahren und solche Sachen. Das war ein Genuss, das zu schreiben. Die anderen Reaktionen sind natürlich die, wo Harvey versucht, Edna anzustacheln und Edna langsam anfängt, ihn davon abzuhalten und sagt so, ach, lass mal, Harvey, jetzt nicht. Und Harvey versteht es überhaupt nicht und fragt immer nach, was, aber wir können doch und so. Und sie so, nee, lass es. Und besonders bei den Aufnahmen schon spannend war, weil Alian, übrigens Grüße an Alian, saubere Arbeit, immer mit einer besonderen Grabesstimme sprechen musste, um diese Texte einzusprechen. Und die beiden waren ja zu zweit in der Sprecherkabine, das ganze Spiel lang, also für alle Item-Objekt-Kombinationen. Auch wenn Harvey halt irgendwie nur, ja, ich sag mal, 10% des Textes waren, saßen die ganze Zeit sich gegenüber. Und Alex wirklich langsam verzweifelt und traurig wurde, weil Alian sich einfach nicht mehr anstacheln ließ. Er war das schon so gewohnt, halt immer dieselben Tonfälle von ihr aus ihr rauszubekommen. Das waren schon schöne Erfahrungen. Gut. Die. Die sind nur für Leute, die sich ungern die Hände schmutzig machen. Nimm sie also nicht mit? Ich habe dafür wirklich keine Verwendung. Und ich verstehe nicht ganz, warum Mattis das aufbewahrt hat. Vielleicht, damit es hier mehr nach Geräteschuppen aussieht. Die Zangehammer. Die könnten wir gebrauchen, um den abgebrochenen Schlüssel rauszuziehen. Das sind nicht meine alten Fingerfarben. Nimmst du die Schneeschaufel mit? Wozu? Wir haben noch Herbst. Dann, wenn wir noch Herbst haben... Die gehört mir bereits. Okay, dann geh mal raus. Da geht's ja nicht. Jetzt holen wir uns erstmal mal den Schlüssel. Den brauchen wir ja. Jetzt geh doch mal dahin. Mensch. Gute Schlüssel. Idee. Prima. Ich habe die Reste des zerbrochenen Schlüssels. So, ich das mache einen Abdruck, indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Prima, das hat geklappt. Ja, aber wir brauchen ja noch irgendwie irgendwas, damit wir, sag doch mal, damit wir das warm machen können, sag ich das einfach mal so. Das ist schlimm heute. Den stecke ich da so bestimmt nicht wieder rein. Ja, dann nimm doch einfach den hier. Noch ist der Schlüssel nicht fertig. Ja, aber wo soll ich denn da hin? Das mag die nicht. Alter. Im Schuppen gibt's ja auch nichts. Ja, du sollst nicht dahin, du sollst da, nein. Hier ist ja nichts, womit wir was das heiß machen können, so gesagt. Damit wir den Schlüssel kriegen. Fenster. Glaube ich zwar nicht. Nein, das ließ sich noch nie öffnen. Das ist doch schon offen, das ist doch hier kaputt. Jetzt nimm doch einfach Harvey. Kannst du da drinnen was sehen, Harvey? Dann schmeiß ihn da rein. Ich bin ein Hase und keine Katze. Dann eben nicht. Mann!
Jetzt haben wir schon so einen dämlichen Abdruck. Der Ton kann ruhig ohne Topf in den Ofen. Ja, dafür muss ich erstmal rein.